Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Kirsten, und heute mal ohne Conny im Wald unterwegs, denn Conny ist heute in Köln. Die ist da zu einem ganz speziellen Fotokurs an der Fotoakademie. Und deswegen bin ich jetzt alleine mit den Hunden unterwegs, und ich habe gesagt, es gibt demnächst auch mal Videos, so ein bisschen behind the scenes, und deswegen werde ich heute mal ein bisschen was zusammenschneiden, was ich mit Lola und Lotte heute im Wald erlebe. Tschüss! Das ist Lola und das ist Lotte. Komm, wir gehen mal weiter. Und falls ihr euch wundert, warum Lotte freilaufen darf und Lola nicht, das liegt daran, dass Lola einen sehr ausgeprägten Jagdtrieb hat und sind ja halt Cocker-Beagle-Mischlinge. Und wenn wir die Lola jetzt freilaufen lassen würden, dann würde ich sie 2 Stunden suchen müssen. Und die Lotte ist doch sehr auf uns und auf das Essen fixiert. Und deswegen, die stromert zwar ein bisschen rum, aber dann geht sie auch gleich weiter. Und da ist die Lotte schon wieder. So, komm weiter hier lang. Auch dazu. Ja, das ist wunderschön. Das ist ein Wald. Der ist, fängt direkt hinter unserem Haus an. Und das ist für Hunde natürlich ideal. Hier ist ein Naturschutzgebiet. Da dürfen wir aber in bestimmten Bereichen die Leute auch frei laufen lassen. Und die Hunde genießen es. Und ich finde es ganz schön, sonntags morgens direkt einen Spaziergang mit den beiden zu machen. Also es ist wirklich hier sehr, sehr weitläufig. Im Sommer ist es natürlich sehr dicht bewachsen. Jetzt sieht man noch so die Ausläufer des Winters. Ja, und Lotte ist schon wieder unterwegs auf den Abenteuern. Und das ist was Besonderes. Da kriegen die beiden gleich auch ein schönes Leckerchen für. Und bleib! Ja, wie ihr seht, bin ich jetzt mittlerweile etwas derangiert. Wir sind jetzt hier etwas über eine Stunde durch den Wald gestapft. Es regnet, es stürmt, aber wer von euch Hunde hat, der weiß, den Hunden ist es egal. Die wollen raus, sie möchten raus, und ehrlich gesagt, mir tut's auch gut. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, einen Daumen nach oben, und bis bald. Tschüss!